ihr Lieben und herzlich willkommen bei Backen mit Christina. Heute gibt es bei mir einen gedeckten Apfelkuchen. Das ist einer meiner Lieblingskuchen und wie schnell und einfach der geht, werde ich euch jetzt zeigen. Für den Mürbteig brauchen wir Mehl, Zucker und Salz, ein Ei, kalte Butter und für die Fülle vom Kuchen brauchen wir Äpfel und den Saft von einer Zitrone. Als erstes bereiten wir jetzt einen Mürbteig zu. Dafür brauchen wir einmal Mehl. Das geben wir in die Schüssel. Danach kommt dann Zucker mit einer Prise Salz dazu. Ein Ei. Und die kalte Butter. Die sollte, wie gesagt, vom Kühlschrank kommen. So lässt sich der Teig am besten verkneten. Ich bereite den Mürbteig in der Küchenmaschine zu. Natürlich kann man den auch mit der Hand zubereiten. Wenn man ihn mit einer Küchenmaschine macht, dann braucht man dafür diesen Aufsatz. Viele wissen nicht, wofür der eigentlich gedacht ist. Der ist wirklich zum Kneten oder zum Verrühren von Mürbteigen und von schweren Rührteigen gedacht. Man sieht jetzt, dass der Teig schön langsam zusammengeht. Zuerst ist er immer so ein bisschen bröselig und dann, wenn man ein bisschen länger knetet, dann verbindet sich das ganz schön, so wie jetzt. Dann kann man die Knetmaschine noch mal ein bisschen schneller einschalten. Und jetzt ist der Teig schon fertig. So, wir nehmen den Teig jetzt aus der Schüssel raus, nehmen ganz ein bisschen Mehl und jetzt kann man den einmal kurz durchkneten. Das ist ein schöner, glatter Mürbteig, der sich auch relativ gut weiterverarbeiten lässt. Der kommt jetzt für 30 Minuten in den Kühlschrank, weil nur wenn er wirklich schön kalt ist, lässt er sich gut weiterverarbeiten. Wir schlagen dazu in Frischhaltefolie ein, damit er nicht austrocknet. Und jetzt darf er ab in den Kühlschrank. Der Mürbteig war jetzt ungefähr eine halbe Stunde im Kühlschrank. Jetzt holen wir ihn raus, backen ihn einmal aus. Teilen den jetzt in zwei Teile. Der eine Teil wird der Deckel von dem gedeckten Apfelkuchen, der andere Teil der Boden. Und damit man Mürbteig wirklich gut ausrollen kann, nimmt man am besten zwei Blätter Frischhaltefolie. Eine unterhalb, eine oberhalb. Und so kann ich den Mürbteig jetzt ganz schön ausrollen, ohne dass er kleben bleibt und ohne dass ich zusätzlich da jetzt ein Mehl brauche. Gehen wir her, nehmen wir das Backblech und legen das einmal aufs Backblech drauf. Man sieht schon, es wird da aus der Menge Teig ungefähr ein halbes Blech voll. Also wenn man gerne ein ganzes Blech voll hätte, dann bitte die doppelte Menge nehmen. Und wir nehmen da jetzt am besten einen Backrahmen, stellen den ein auf die Größe, stechen wir da mal durch. Und die Reste, die jetzt rundherum sind, mit denen legen wir jetzt die Ecken aus. Jetzt kann man mit dem Teigroller dann einmal vorsichtig drüber rollen, damit sich zwei Teile schön verbinden. Mürbteig geht ja mit den Händen gut zum Verarbeiten, das heißt, man kann dann auch am Blech noch ein bisschen in Form drücken.
Genau. Jetzt haben wir einen schönen rechteckigen Boden. Und an die Form passen wir jetzt einfach den Backrahmen nochmal an, weil es jetzt ein bisschen größer war, als er zuerst war. Und dann können wir da nochmal so. Drückt man in die Ecken da schön rein. Das geht mit den Händen wohl am besten. Dass wir wirklich am ganzen Kuchen dann am Boden haben. So. Dann haben wir den Roller nochmal reinfahren. Und jetzt kommt da die Fülle rein. Und die Fülle ist in unserem Fall sind das Äpfel. Wir geben da mal einen Teil rein von den Äpfeln. Ich habe die Äpfel geschält und dann mit einem Messer einfach grob in grobe Stücke geschnitten. Bevor wir alle Äpfel drauf tun, nehmen wir jetzt einen Zitronensaft, eine Zitrone und pressen da einfach ein bisschen einen Saft da drauf. Macht dann erstens, dass die Äpfel nicht so schnell dunkel werden, nicht so schnell braun werden. Und zweitens macht es einen guten Geschmack, wenn die Äpfel säuerlich sind. Dann können wir ein bisschen Zucker draufstreuen. Das hängt immer davon ab, wie sauer die Äpfel sind. Hat man süße Äpfel, kann man auf den Zucker natürlich auch ganz verzichten. Jetzt geben wir dann einmal eine Schicht Äpfel drauf. Und wer möchte, kann da jetzt auch noch Nüssen draufschreiben. Gehackte Nüsse. Ich mag das immer ganz gern. So hat man ein bisschen Biss dann auch im Kuchen. So, und jetzt können wir schon den Deckel formen oder ausrollen. Dafür nehmen wir wieder die zwei Bögen oder Frischhaltefolie, legen den Teig rein, drücken ihn ein bisschen nieder, decken ihn zu. Und rollen ihn wieder aus, wie wir es zuerst schon gemacht haben beim Boden. Wir haben den Deckel jetzt auch schön gleichmäßig und dünn ausgerollt. Und da kann man ganz einfach überprüfen, ob er schon groß genug ist, indem man das Blech einfach hernimmt und mit der Frischhaltefolie kann man das so wirklich schön drüber halten. Und wenn es noch zu klein wäre, braucht man es gleich wieder nehmen und weiterrollen. Aber in unserem Fall passt das jetzt schon ganz gut. Jetzt gehen wir her, ziehen eine Schicht von der Frischhaltefolie ab und stürzen das einfach jetzt so drauf. So, und wenn man das drinnen hat, dann kann man die Folie ganz schön runterziehen. Ein bisschen überschüssigen Teig kann man dann an den Ecken einfach ein bisschen niederdrucken oder abziehen. Und durch den Backrahmen kriegen wir eben wieder einen schönen rechteckigen Kuchen. So, und zum Schluss wird das jetzt noch mit einer Mischung aus Ei und Milch bestrichen, damit das auch eine schöne goldgelbe Farbe kriegt.
Jetzt kommt der Kuchen schon bei 180 Grad ins vorgeheizte Rohr und der braucht zum Backen ungefähr eine halbe Stunde, dann ist er fertig. So, der Apfelkuchen ist fertig. Wir geben jetzt gleich einmal den Rahmen da weg. Dazu schneiden wir einfach rundherum einmal um oder zweimal und dann löst er sich eh schön vom Rahmen ab. So, er hat eine ganz schöne goldgelbe Farbe, weil wir ihn eben mit Ei bestrichen haben. Und jetzt lassen wir ihn ein bisschen abkühlen. Und dann kann man natürlich frisch schon verkosten. Oder man lässt ihn über Nacht stehen oder über den Tag. Wenn der Kuchen ein bisschen nachzieht, dann schmeckt er noch mal so gut und er ist richtig saftig danach. Lasst ihn euch schmecken.